Besondere an Sumo Logic ist, dass wir eine Log-Management-Lösung bereitstellen, die als Software as a Service konsumiert wird. Das heißt also, dass wir eine Lösung haben, um Applikationen zu überwachen und dann auch Troubleshooting zu machen, wenn was nicht funktioniert, wo man als Benutzer nicht noch seinen eigenen Server aufbauen muss, seine eigenen Datenbanken und so weiter, um die ganzen Überwachungsdaten zu verwalten, sondern das läuft alles bei uns in der Cloud. Das ist mittlerweile auch schon sehr, sehr erfolgreich. Wir machen das seit über 8 Jahren weltweit. Wir differenzieren uns schon sehr deutlich über die Art und Weise, wie das Produkt irgendwie konsumiert wird. Also es gibt nichts zum Installieren oder so. Wir kümmern uns um das Backend, das wird alles automatisch skaliert und so weiter. Und als Benutzer kann man sich auch einfach nur darauf konzentrieren, wirklich den Nutzen aus dem Produkt zu bekommen, die Applikationen zu überwachen, Alerting, Alarmierung und dann eben auch Troubleshooting. Und dann bieten wir eben auch noch so Sicherheitslösungen dazu an. Und das ist eigentlich relativ einzigartig im Markt im Moment. Naja, ich würde halt gerne eben sicherstellen, dass meine Applikation funktioniert. Und was für Daten können wir da verwerten? Zum Beispiel Webserver-Logs. Welche Seiten werden aufgerufen? Wie lange dauert es, um die Seite am eigenen zu rendern im Browser? Sind da irgendwelche Fehler aufgetreten? Was für Fehler sind aufgetreten? Das würde man doch gerne irgendwie überwachen. Kann man zum Beispiel in der Shopping-Site kann man irgendwie schnell auschecken oder dauert es irgendwie 10 Sekunden und dann verliert man das Interesse des Kunden und der Kunde dann kauft dann eben doch nicht und dann hat man einen Umsatzverlust. Also zum Thema Sicherheit ist es auch ganz wichtig, dass man eben die Daten nicht verliert der Kunden und so weiter und dass man nicht gehackt wird. Der Teil des Prozesses ist natürlich, sich anzugucken, was denn eigentlich in der Applikation überhaupt vorgeht. Ne? Und dadurch, dass das ist also ein grundsätzlicher Anwendungsbereich für Logdaten. Also da steht dann drin, wer hat sich hier eingeloggt, wer hat sich hier eingeloggt, der sich vielleicht nicht hätte einloggen sollen und so weiter. In welche Regionen in der Welt die Applikation sich jetzt mit verbinden und sollte das denn wirklich so sein? Dann gibt es natürlich diese Listen, das nennt sich Threat Intelligence, wo irgendwie sagen, hey, das ist jetzt ein Tor-Exit-Node oder das ist ein VPN oder das ist ein Server, auf dem schon Malware oder so vertrieben wurde. Das würde man doch gerne auch wissen, wenn man da seine Applikationen betreibt, die ja auch dann immer irgendwie im Public Internet laufen. Oder auch selbst wenn es eine interne Applikation ist, was machen denn die Leute intern? Weil da kommen die auf die größten Gefahren, weil die ja normalerweise schon bessere Akzesse und Zugriffsrechte haben. Also man muss im Prinzip alles überwachen und das fängt immer an mit den Logs. Das fängt immer damit an, dass die Logs alle in einen Platz kommen müssen, dass man dann da eben alles zentral analysieren kann. Das ist eben da fängt das an bei Sumo. Und dann bauen wir darauf auf mit Applikationen, die man also direkt installieren kann und für bestimmte Anwendungsbereiche in der Security, sagen wir mal PCI-Compliance, was auch wieder für den Kommerz interessant ist, wenn es eben um Kreditkartendaten geht und so weiter, andere Regulierungen und halt generell einfach Security Analytics, wie wir das oder Security Analytic, wie wir das irgendwie nennen. Ja. Zu der Studie Modern App Report, die wir gemacht haben, da haben wir uns also angeguckt, wir haben ja ganz viele Kunden auf unserem System, was machen die denn so? Und haben das eben irgendwie aggregiert. Was wir also herausgefunden haben, ist dann, dass zum einen mittlerweile die Kunden nicht nur in einer Cloud sind, sondern also ganz viel in verschiedenen Clouds sind. Und das ist halt hauptsächlich dann auch Azure und Google Cloud und natürlich AWS. Was wir auch herausgefunden haben, ist, dass diese sogenannten Serverless-Geschichten, Lambda-Funktionen und so weiter, sehr stark im Kommen sind. Wir haben also genauso viele Leute in unserem System, die Lambda-Funktionen benutzen, wie Leute, die Container benutzen. Und der Trend der Lambda-Funktions- oder der Serverless-Funktionsadoption geht also sehr, sehr stark nach oben. Und dann zum Dritten haben wir auch herausgefunden, dass so Sachen wie Container-Orchestrierung mit, sagen wir mal, Kubernetes auch sehr stark am Wachsen sind. Wir haben das mittlerweile jetzt schon seit 3 Jahren gemacht, also wir können auch die Trends irgendwie sehen, und das fanden wir dann auch schon sehr interessant.